Höhen Flugzeuge sind zweckmäßig mit Einrichtungen zu versehen, die sowohl der Besatzung als auch den Motoren in sehr großen Höhen die Luftdruckverhältnisse geringerer Höhen verschaffen. Bei dem Dornier Höhenerkunder und Bomber Do-217P ist deshalb der Besatzungsraum als Überdruckkabine oder sogenannte Höhenkammer ausgebildet. Der gesamte Rumpfvorderteil mit dem Bug hat doppelte Wandungen und ist vollkommen luftdicht abgeschlossen. Zur Erzeugung verdichteter Luft für die Motoren des Überdrucks in der Höhenkammer dient ein dritter Motor, hier ein DB605, der ein Gebläse antreibt. Dieser Motor ist als sogenannte Höhenladerzentrale im Rumpf untergebracht. Durch Lufteintrittshutzen zu beiden Seiten des Rumpfes saugt das Gebläse die Ladeluft ein und drückt sie über die Ladeluftkühler zu den Triebwerken. Durch Anzapfen der Ladeluft zwischen Kühler und Triebwerk wird mit Hilfe eines Rotzgebläses ein verdichteter Innendruck in der Höhenkammer gehalten, der einer Höhe von etwa 3500 Metern entspricht. Die Luftschrauben sind vierflügelig ausgeführt und die Blätter wesentlich verbreitert. In ihrer äußeren Form entspricht die Do-217P im Allgemeinen dem Bombenflugzeug Do-217. Nur ist durch die Höhenladezentrale anstelle des Bombenraumes der Rumpf etwas stärker geworden. Hinter der Höhenladezentrale befindet sich der Raum für die ferngesteuerte Reihenbildkamera. Der Besatzungsraum oder die Höhenkammer bietet Raum für vier Mann und ist formt durch eine halbkugelförmige, doppelwandige Vollsichtkanzel abgeschlossen. Um eine genügende Tragfähigkeit in größeren Höhen zu erreichen, mussten die Tragflächen vergrößert werden. Beiderseits unter den Tragflächen sind Außenträger für Abwurflasten vorgesehen, an denen Kraftstoffzusatzbehälter oder zwei 500 Kilo Bomben mitgeführt werden können. Ein Start mit 13,5 Tonnen Fluggewicht in 24 Sekunden. Ein anderer Start auf der Zementbahn
mit 14 Tonnen Fluggewicht in 22 Sekunden. Do-217P erreicht eine Dienstgipfelhöhe von 14.000 Meter und besitzt in dieser Höhe eine Reisegeschwindigkeit von etwa 600 Stundenkilometern.